Begrüßen. Wir sind viele und unsere Gegner sind wenig, aber wir sind doch wenig heute hier. Als Veranstalter unserer Protestdemo muss ich Folgendes hinweisen. Maskenpflicht auf Demos ist seit dem 23.02. in Brandenburg aufgehoben. Jedoch muss nach Möglichkeit die Abstandsregel eingehalten werden. Ihr könntet aber trotzdem hier ein bisschen näher ranrücken hier. Den Anweisungen der Ordner und der eingesetzten Polizeikräfte ist Folge zu leisten. Hetz- oder Hassparolen können zum Abbruch unserer Demo führen. Die eingesetzten Polizeikräfte werden uns beschützen. Nun braucht aber auch nicht jeder gleich die Polizeikraft umarmen, obwohl hier hübsche Frauen auch darunter sind. Im Anschluss an diesen Reden findet ein Spaziergang vom Marktplatz durch die Lindenstraße, Wittenberger Straße zur Kathanebrücke und zurück statt. Und wieder zum Marktplatz. Der Lautsprecherwagen fährt vorne weg. Wir alle verurteilen diesen durch nichts zu rechtfertigen Krieg in der Ukraine. Hört endlich auf mit dem Blutvergießen. Stoppt die einseitigen Sanktionen gegen Russland. Diese werden uns auch hart treffen. Siehe Spritpreise. Bestraft werden nur die Bevölkerung der beteiligten Staaten. Die Politiker sind durch ihre hohen Gehälter geschützt. Hier muss auf Augenhöhe verhandelt werden. Stoppt die Waffenlieferungen in die Ukraine. Maßnahmen wie im Kalten Krieg treffen und die Wirtschaft, Betriebe, Speditionen und den Sport kaputt machen. Mannschaften, die sich vorher in friedlichem Wettstreit gegenüberstanden, werden ausgeschlossen. Geht mit uns auf die Straße und demonstriert gegen diesen Krieg. Wartet nicht erst ab, wenn Putin hier auf dem Marktplatz steht. Vor 1950, ich war 7 Jahre alt, waren wir Übungsgebiet für russische Panzer. Als Kinder tauschten wir eine Flasche Wodka gegen einen Kanister mit 20 Liter Benzin. Bei den jetzigen Preisen würde das nach 72 Jahren der einzigste Vorteil sein, den ich nutzen würde. Da äußert sich Herr Gauck, unser ehemaliger Präsident, zu den Sanktionen für die Freiheit können wir auch mal einige Monate frieren und auf Lebensfreude verzichten. Wie viele Monate hat er nicht gesagt. Unsere Außenministerin verlangt Maßnahmen, die sollte mal von ihrem Posten zurücktreten. Greta aus der Versenkung holen und für die Umwelt, für was sie gewählt wurde, tun. Wie sagte doch ein Arbeitskollege von mir so treffend schon vor 20 Jahren, lieber ein Haus im Grün wie ein Grün im Haus. Jetzt weiß ich auch, wie das gemeint war. Treibt uns mit der Lieferung von alten Waffensystemen an die Ukraine und Sanktionen gegen Russland nicht in einen atomaren Konflikt. Hier wird es keinen Gewinner geben. Und jetzt zum nächsten Thema, Konflikt. Der weltweiten Pandemie mit einem Virus, der bewusst eingeschleust wurde. Hier gibt es genau solche irren Politiker, die der einrichtungsbezogene Impfpflicht und die allgemeine Impfpflicht einführen wollen, mit Maßen, die zum Kotzen sind. Herr Lauterbach und Wieler vom RKI und ihre Helfershelfer aus den Bundesländern. Da erinnere ich an ein Märchen, der Rattenfänger von Hameln. Sind das jetzt schon die modernen Rattenfänger? Es liegen noch keine Langzeitstudien vor. Eltern lassen um der Reisefreiheit willen sogar ihre Kinder mit diesem vorläufig zugelassenen Impfstoff impfen. Unverantwortlich. Mit Maßnahmen
Grippe und Genesene wie Ungeimpfte zu behandeln, würde mehr erreicht werden. In Österreich wurde die gesetzliche Impfpflicht schon wieder aufgerufen, Maßnahmen wie diese Masken und so weiter ebenfalls. Unseren Irrsinnigen fällt das erst hinterher auf und müssen dann nachziehen. Hier ein Zitat der UNO und des AKI. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das ist die rote Linie. Beim Schreiben meiner Rede ist mir der Gedanke gekommen, dass die globale Finanzelite mit diesem ganzen Irrsinn mehr verdient als mit einem Krieg. Bei der Impfung wurden horrende Summen gezahlt. Das sollten erst Menschen über 50 Jahre geimpft werden. Wollten sie uns Alte schon ausgrenzen oder waren das schon Abschussprämien wie bei den Wildschweinen? Eigentlich sollte die Impfung ja dem Schutz der Alten dienen und vor einem schweren Verlauf schützen. Ich möchte aber vor diesem Impfstoff geschützt werden. Ich habe in 78 Jahren ein gutes Immunsystem aufgebaut. Mich schützt, genau wie bei der Grippenschutz, habe ich mit Tabletten einen besseren Schutz erreicht. Ich könnte hier noch eine Stunde von meinen Für- und Wider berichten. Vielleicht haben die Redner nach mir eine bessere Erfahrung gesammelt und können ohne Für und Wider besser erklären. Ich habe fertig. Ich habe fertig. Danke, Ete, dass du die Demonstration angemeldet hast diesmal. Das gibt uns doch vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit und ich freue mich, dass noch ein ganzen Haufen Leute da ist. Ich bin mit meiner Stimme etwas belegt, weil ich eine Erkältung hatte, ihr wisst alle schon. Aber ich will es mal probieren, das Lied zu singen, was wir die letzten Male am Mittwoch gesungen haben. Wir singen nur eine Strophe und die kann man sich gut merken. Ich singe sie mal vor. Nehmen wir schon mal darüber. Und zwar, ich sing's mal vor, kann man sich gut merken, die Melodie kennen alle. Die Kranken sind frei und auch die Gesunden. Wir bleiben einander als Menschen verbunden. Drum, ob wir uns impfen oder ob wir drauf schimpfen, ist doch eine Hallei. Alle Menschen sind frei. Das drückt ja im Grunde das aus, was wir alle wollen, dass wir aufhören mit der Spaltung der Gesellschaft und dass wir nicht mehr auf irgendwelche zeigen, die irgendeinen Gesundheitsstatus haben oder nicht haben, sondern dass wir alle als Menschen gelten. Und das rufen wir auch all denen zu, die uns diskriminiert haben in den letzten Monaten. Wir nehmen es ihnen nicht übel, wir merken es uns aber. Und wir wollen wieder einfach als Menschen miteinander leben. Das wäre mein großer Wunsch. Habt ihr den Text alle intus? Dann können wir es jetzt nochmal singen. Die Kranken sind frei und auch die Gesunden. Wir bleiben einander als Menschen verbunden. Drum, ob wir uns impfen oder ob wir drauf schimpfen, ist doch einerlei. Alle Menschen sind frei. Ich geb zu, ich war bislang ein klein bisschen befangen. Ich war eigentlich immer davon ausgegangen, dass die DDR vor Jahren ist. In diesem Land kann mir das irgendjemand erklären. Ich kapier's echt nicht. Manchmal glaube ich echt nicht. Ich glaube, ich bin noch immer in der.
das wird, die freuen sich sicher schon drauf. Ich denke mir, das kann doch jetzt nicht alles ernst gemeint sein. Ach, und ich glaub, ich guck, was wir werden der Regierung. Du ohne Chance, jetzt mir jetzt und der ich die Deutschen denunzieren noch genauso gern wie eins. Alles wird sofort gemeldet, was irgendwie verdächtig scheint. Was tut hier zu viert? Am Eichler werden unerzogen, bis ein jeder pariert. Nein, es geht nicht nur um Corona, nicht um irgendeine Seuche. Wenn der dritte Weltkrieg käme, wär's doch haargenau das Gleiche. Auch dann würden die als erstes unsere Freiheiten beschneiden und verweisen auf die schlimme Krise und die harten Zeiten. Doch eine Freiheit ignoriert, wenn es gerade keine Krise gibt. Wieso schlimm ist, dass der Staat uns unsere Freiheit nimmt? Unsere Städte aussehen, so wie auch unheimlich. Nur ein kleines bisschen Freiheit gab's auch schon in der DDR. Doch weil dieses kleine bisschen auf Dauer fehlt, will ich wahr. Gegen Menschen auf die Straße ist es hier auch nicht klar. Das ist ein Und dann kam die Wende, und dann alles wieder von vorn. Von täglich grüßt der Honecker. Irgendwie ist das alles nur noch ein einziger Albtraum. Ich glaub, ich bin fast im Ball in der Wiese. Ich hab mich jetzt nicht los, doch hier ist es nicht mehr. Ich bin doch in der DDR. Ohne Stasi, FDJ und der mich und nicht mehr. Doch er wird noch in den Köpfen überdauern. Auch schon ganz in der Zeit. Wir wissen nur nie. Fahrgemeinschaft zu bilden und sich über Stadtgrenzen hinaus zu verabreden, um zum Beispiel friedliche Demonstrationen für Grundrechte und eine freie Impfentscheidung zu behindern. Wie bestellt, liefern dann radikale Elemente dieses Terrortourismus prompt der politischen Presse die medienwirksamen Falschbilder, die die Staatspropaganda gezielt und künstlich dann in Szene setzt, um nahezu ausnahmslos friedliche Demonstrationen für Grundrechte und eine freie Impfentscheidung als einen Aufmarsch von Nazis darzustellen. Dabei erleiden noch immer häufiger unbeteiligte Menschen schwerste körperliche Schäden. Aber meistens richtet sich der Hass der selbsternannten Antifa gegen die Polizei. Und die noch weniger mutigeren Mitglieder dieser Staatspropaganda Wenn Sie für eine freie Impfentscheidung ohne gesellschaftliche, finanzielle oder berufliche Nachteile sind, informieren Sie sich alternativ zum Beispiel unter www.corona-ausschuss.de. Wacht endlich auf, liebe Mitmenschen. Denkt nach, schaltet den Fernseher aus und geht auf die Straße. Unsere Demokratie ist in Gefahr. Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das.
Nationalen ist dann endgültig verpflichtet, der Weltgemeinschaft wird bei jedem Gelegenheit eingekauft, dass jedes Nationalorientierte Volk sich an einer gefährlichen Nazi-Welt befindet und dass Nationalismus und Terrorismus in etwa dasselbe ist. Weil sie alle beide diesen Tag keinen ukrainischen, sondern einzig US-gesteuerten Interessen vertreten. Wir müssen dringend verstehen, dass die Ukraine durch diese Regierungsvorschläge der einzigen US-Präsidenten ist, was ich will. Und was ich will, was alles Menschen will und wie ich will. Diese Herren haben ein und zwei Wettbewerbe, die Vorherrschaft im Europa erlangt. Zu erfahren. Eure Meinungen sind mir auch wichtig und deshalb schrecken mir eure Kommentare. Passt bitte gut auf euch auf. Bleibt gesund. Euer Alpha. So eine wie den massiven haben die terroristischen Kriegsbrüder eine stärkere Win-Win-Situation. Sie können weiterhin hemmungslos Leben aus Bürger schießen, hilflose Kinder kreuzigen, deren Mütter am Ketten gebunden hinter ihren Panzern herschleifen, bis sie nur auf die in Deutschland immer wieder verlängert. Christian Drosten hat schon bei der Schweinegrippe mit seiner Einschätzung total daneben gelegen. Warum berät er die Regierung jetzt wieder? Um Maßnahmen zu rechtfertigen, hieß es erst flatten the curve, dann Verdopplungszahl, danach R-Wert und jetzt Inzidenzwert. Was kommt danach? Grundrechte werden auf einmal Privilegien genannt. Warum nehmt ihr das hin? Der Umbau der Berliner Corona-Notfallklinik hat 31 Millionen Euro gekostet. Warum steht sie leer? Ja. Die neuen mRNA-Impfstoffe wurden zuvor noch nie für Menschen zugelassen. Würdet ihr auch ein Flugzeug besteigen, das zuvor noch nie geflogen ist? Geimpfte haben keine nachweisbare Immunität, werden aber häufig nach der Impfung positiv getestet. Warum ist das so? Was sagt dein Bauchgefühl?
Zum Abschluss vielleicht ein Gedanke noch. Ich fand es eine super Aktion und ich hoffe, wir machen weiter. Ich kann schon mal sagen, nicht den nächsten, aber den übernächsten Mittwoch treffen wir uns um wie viel Uhr? Nächste Woche schon. Nächste Woche? Hat der Sekretär das gesagt? Ach so, nächste Woche um 18 Uhr wieder hier zu unserem Spaziergang. Das finde ich ganz klasse. Und wenn ich eine Anregung hätte, ich glaube auch nicht die Hälfte von dem, was wir über die Ukraine in den Medien hören und lesen. Vielleicht nicht mal ein Viertel. Und trotzdem würde ich dafür sein, das Thema hier rauszuhalten. Weil wenn wir die Gegenpropaganda jetzt, die Pro-Putin-Propaganda hier auf solchen Demonstrationen kriegen, ist es das Falscheste, was uns passieren kann. Und ich würde sagen, wir konzentrieren uns darauf, auch keine Vergangenheitsbewältigung mit Corona. Es gibt eine Sache, die ist ganz, ganz entscheidend, dass der Staat nicht darüber mir diktieren kann, dass ich ein Medikament in meinen Körper gespritzt kriege. Das ist eine Überschreitung einer roten Linie. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, dann bleiben wir stark und werden noch stärker, weil eigentlich ganz, ganz viele auf unserer Seite sind. Und dann sehen wir uns am Mittwoch alle. Danke nochmal, Edel. Wacht auf, ihr Menschen dieser Erde, die schläft, man noch zum Spritzen zwingt. Wacht auf und kämpft um eure Rechte, die man hinterrücks euch nimmt. Seid nicht dumm, fangt an zu hinterfragen, welches Ziel wird hier verfolgt. Lasst euch nicht spalten, haltet stets zusammen, denn nur das führt zum Erfolg. Hört die Signale, auch zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Hört die Signale, auch zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Auf einmal stehen wir hier zusammen, um uns herum lodern Flammen, und es ist kaum zu glauben. Immer nur belogen, doch wir sind übers Nest geflogen.